Was geht auf Kimmeria? Kimmeria? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch um die Neuzugänge gehen, die ich zu meinem Geburtstag bzw. zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, da ich viele Freunde habe, die meine Buchsucht unterstützen, ist einiges bei mir eingezogen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Die ersten drei Bücher, die bei mir eingezogen sind, habe ich von der lieben Annika bekommen. Und zwar sind das diese drei, Night School Teil 1, 2 und 3 von CJ Doherty. Diese Bücher standen schon ganz, ganz lang auf meinem Wunschzettel und ja. Jetzt habe ich sie fast komplett alle und freue mich schon drauf, diese Bücher zu lesen und bin schon sehr, sehr gespannt, wie sie mir gefallen. Und ich kann euch ja auch mal hier vorlesen, worum es im ersten Teil geht. Als Ellie nach Kimmeria kommt, stellt sie schnell fest, dass das Internat ein dunkles Geheimnis birgt. Es passieren merkwürdige Dinge und Ellie ist sich sicher, dass man etwas vor ihr zu verbergen sucht. Nur wem kann sie trauen? Dem attraktiven Mädchenschwarm Sylvian, der sich plötzlich nur für sie zu interessieren scheint, oder dem unterschaubaren Carter, der sich angeblich so um ihr Wohlergehen sorgt? Was geht auf Kimmeria wirklich vor sich? Und was hat es mit der geheimnisvollen Night School auf sich? Als dann auch noch ein Mord geschieht und Ellie unter die Verdächtigen gerät, wird ihr klar, du darfst keinem trauen. Und ja. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich unglaublich, es zu lesen. Und ich weiß, dass Annika ein unheimlicher Carter-Fan ist und umso mehr bin ich auf Carter gespannt. Und ja, das waren die ersten drei Bücher quasi, die ich mitbekommen habe. Dann habe ich von der lieben Niki drei Bücher bekommen, wo ich mich so unheimlich drüber gefreut habe, denn diese Bücher stehen schon so ewig lang auf meinem Wunschzettel. Und zwar sind das, oh Gott, diese drei hier. Legend von Marilou, alle drei Teile und dann noch als Hardcover. Ich bin hier vor Freude im Dreieck gesprungen, das könnt ihr wissen. Und ich wollte diese Bücher schon so, so lange lesen und es schwärmen ja echt alle von diesen Büchern. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich diese Bücher ganz bald mitlesen kann. Und danke nochmal Niki und auch danke Annika. Ich habe mich riesig gefreut. Und Legend ist hier eine Dystopie und zum Inhalt, hier steht drin drauf, eine Welt der Unterdrückung, Rachegefühle, die durch falsche Anschuldigungen genährt werden und Hass, dem eine grenzenlose Liebe entgegentritt. Dies ist die Geschichte von Day und June. Getrennt sind sie erbitterte Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende. Und das hört sich so toll an und ich freue mich so riesig auf die Bücher und ich weiß, dass Sina die auch ganz, ganz toll fand und deswegen, ja. Ich freue mich riesig, diese Bücher jetzt hier mitzulesen. Juhu! Das waren schon mal sechs Bücher, die bei mir eingezogen sind. Machen wir weiter mit den nächsten beiden Büchern. Und zwar sind die von Laurie Nelson Spielman. Spielman, ja. Einmal morgen kommt ein neuer Himmel und nur ein Horizont entfernt. Ich bin um dieses Buch hier auf jeden Fall schon sehr, sehr lange rumgeschlichen. Habe mich aber immer nie getraut, es mir zu kaufen, weil ich immer nicht wusste, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Und ich habe die von einer lieben Freundin geschenkt bekommen und freue mich da wirklich sehr, denn jetzt kann ich sie einfach mal lesen und gucken, ob das was für mich ist oder nicht. In diesem Buch hier geht es um Brett. Brett ist ein Mädchen in diesem Fall. Brett. Keine Ahnung. Und ihre Mutter Elizabeth stirbt und hinterlässt ihr Briefe, in denen sie ihrer Tochter sagt, dass sie ihr Leben komplett ändern soll und in denen sie ihrer Tochter mitteilt, was sie denn jetzt tun soll. Und die kann es erstmal überhaupt nicht fassen, dass ihre Mutter auch nach ihrem Tod sich noch in ihr Leben einmischt und tut sich dann aber an die ganzen Dinge halten, die ihre Mutter da von ihr verlangt. Und ja, was steht hinten noch drauf? Die Briefe ihrer Mutter rufen Brett dazu auf, ihre Träume nicht aufzugeben und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Denn nur sie selbst kann es ändern. Und ja, das hört sich sehr, sehr schön an und da freue ich mich auf jeden Fall auf dieses Buch. In diesem Buch geht es um Hannah und Hannah öffnet einen Brief und dieser ist von einer ehemaligen Schulkameradin, die sie immer gemobbt hat. Und diese Schulkameradin bittet sie jetzt um Vergebung. Und in diesem Brief liegen zwei kleine runde Steine und eine Anleitung. Und Hannah soll diesen einen Stein als Zeichen für die Vergebung zurückschicken an die Klassenkameradin und den anderen soll sie an jemanden weiterschicken, den sie selbst um Verzeihung bitten möchte. Und da fällt ihr wohl nur ihre Mutter ein, denn irgendwas hat Hannah gemacht, dass ihre Mutter, dass das Leben ihrer Mutter sich ganz drastisch geändert hat und ja, sie möchte sie jetzt um Verzeihung bitten. Was dann am Ende dabei rauskommt, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich finde, das klingt auch sehr, sehr interessant und ja, mal schauen, ob diese Bücher von Laurie Nelson Spielman mir gefallen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich noch bekommen dieses Buch hier, Verlorener Stern von Mona Silver. Dieses Buch habe ich mir einfach auf die Wunschliste
Liste bei Amazon mitgehauen, weil die liebe Lisa von Niki Paulus Bücherwelt auch so von diesem Buch geschwärmt hat. Es ist eine Fantasy-Geschichte mit Erotik. Den Inhalt muss ich euch hinten auch nochmal ganz kurz mit ablesen, denn ich weiß nur noch, dass die Lisa so davon geschwärmt hat und dass sie gedacht hat, boah, das klingt ganz gut. Und ja, und zwar folgendes. Philip Bennett, Träger der alten Seele Cartons, glaubt in der 7-jährigen Hannah seine Nachfolgerin gefunden zu haben. Doch dann bringen seine unerwarteten Gefühle für ihre Mutter Victoria alles durcheinander. Gegen jede Vernunft ist er bereit, die Gesetze und Regeln seines Volkes zu brechen, um mit ihr zusammen sein zu können. Für sie stürzt es sich in lebensgefährliche Abenteuer und nimmt bittere Konsequenzen auf sich, als das Leben ihrer Tochter auf dem Spiel steht. Erst als das Schicksal seines gesamten Volkes von der Entscheidung des Paares abhängt, wird klar, dass ihr Zusammentreffen kein Zufall war. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die Lisa hat da extrem von geschwärmt. Und wenn Lisa ein Fantasy-Buch mit Erotik liest und das gut findet, dann muss es gut sein, weil sonst liest sie sowas nicht und sonst gefällt ihr auch sowas nicht. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Dann ist noch bei mir eingezogen der 3. und 4. Teil von Calendar Girl, und zwar Ersehnt und Begehrt. Das ist der 3., das ist der 4. Ich bin hier schon sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte um unser Escort-Girl Mia am Ende nun ausgeht. Ich kann hier zu den beiden Büchern nichts weiter sagen, denn es ist der 3. und 4. Band und ich würde euch spoilern und das möchte ich nicht. Hält mein Bücherturm hier noch, wenn ich die jetzt aufstaple? Ich hoffe es. Dann ist noch bei mir eingezogen der 1. Teil der Dare to Love-Reihe von Carly Phillips. Wer nicht wagt, der nicht liebt. Nee, der liebt nicht. Wer nicht wagt, der liebt nicht. Dieses Buch hat mir von der Dare to Love-Reihe noch gefehlt. Ich habe die ja alle über den Verlag angefragt und den ersten gab es damals nicht mehr über den Verlag. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr, sehr gefreut, dass ich den noch mitbekommen habe, dass ich den jetzt noch mitlesen kann und dann habe ich sie endlich alle komplett. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr, denn der 1. Teil ist ja von so einer Reihe immer was ganz Spezielles und was ganz Besonderes, weil man da die ganzen Charaktere kennenlernt. Und ja, freue mich schon sehr auf die Geschichte von Riley und Ian. Das nächste Buch habe ich von der lieben Sina bekommen, und zwar Sternenregen von Nora Roberts. Ich wollte schon immer mal was von Nora Roberts lesen, habe mich da aber nie so rangetraut, weil ich immer dachte, so, ist das was für dich, ist das nichts für dich, schauen wir mal. Und ja, habe mich sehr gefreut, dass die liebe Sina mir das jetzt zugeschickt hat. Und in diesem Buch geht es um die junge Künstlerin Sarah Ricks. Sie lebt zurückgezogen in einem kleinen Haus in North Carolina. Hier wollte sie ihren Frieden finden und sich ganz auf ihre Gemälde konzentrieren. Doch sie kommt nicht zur Ruhe. Schon ihr ganzes Leben lang quälen sie nachts Träume, die sie nicht versteht und bei Tag verdrängt. Seit einiger Zeit gelingt ihr das nicht mehr. Ein gefährlich attraktiver Mann stiehlt sich jede Nacht in ihren Kopf. Ein Mann, der sagt, dass er auf sie wartet und dass sie ihn finden soll. Diese Vision führen sie schließlich auf die griechische Insel Korfu. Doch wird Sascha dort finden, was sie unbewusst seit Jahren sucht. Und ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Und ja, ich freue mich auch schon sehr auf diese Geschichte und bin mal gespannt, ob Nora Roberts mir gefällt. So, 4 Bücher habe ich noch. Es waren insgesamt 17 an der Zahl. Also ihr seht, mein Turm ist hier schon recht hoch. Ich habe dann noch bekommen Die Überlebenden von Alexandra Bracken. Da habe ich mich riesig drüber gefreut, denn ich wollte Die Überlebenden schon so lange lesen. Und ja, freue mich riesig, dass ich den ersten Teil jetzt dann mit anfangen kann, und es fässt sich einfach so toll an. Das ist hier so total rau. Fässt sich einfach ganz, ganz toll an. Ich habe gestern auch bestimmt 5 Minuten da gesessen und das Buch gestreichelt. Und auch hier lese ich euch mal ganz kurz vor, was hinten drauf steht. Sie ist eine Überlebende und soll deshalb getötet werden. Doch sie hat nicht überlebt, um zu sterben, sondern um zu kämpfen. Ruby hat überlebt, doch der Preis dafür war hoch. Sie hat alles verloren, Freunde, Familie, ihr ganzes Leben. Weil sie das Virus überlebt hat, weil sie nun eine Fähigkeit besitzt, die sie zu Bedrohung werden lässt, zu einer Gefahr für die Menschheit. Denn sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. Deshalb wurde sie in ein Lager gebracht mit vielen anderen Überlebenden. Deshalb soll sie getötet werden. Aber Ruby hat nicht überlebt, um zu sterben. Sie wird kämpfen. Schließlich hat sie nichts zu verlieren. Noch nicht. Und ich finde, das klingt einfach sehr, sehr gut. Ich weiß, dass die Niki hier gesagt hat, dass sie das teilweise sehr, sehr schrecklich fand, was in diesem Buch mit den Kindern gemacht wurde. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch mitbekommen habe. Dann habe ich noch ein Buch bekommen, wo ich auch mich riesig gefreut habe. Und zwar den ersten Teil von Broken Hearts von Gina Showalter, Gefährliche Nähe. Ich habe ja den zweiten Teil jetzt diesen Monat mitgelesen und der war so unheimlich gut, der zweite Teil. Das war so ein wahnsinnig gutes Buch und es
Es hat mich so gepackt und hat mich so berührt und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich endlich den ersten Teil lesen kann und der dritte kommt im März raus. Den werde ich auf jeden Fall dann auch mitlesen und ja, ich bin gespannt auf die Geschichte von, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie hieß, Brooke Lynn und er hieß Chase, genau. Mal schauen, was die Geschichte der beiden für mich bereithält. Habe ich halt den zweiten zuerst gelesen. Ist ja nicht so schlimm. Dann habe ich noch mitbekommen den dritten Teil der Flammenmädchen-Reihe von Samantha Young. Da fehlt mir jetzt dann nur noch der vierte. Dann kann ich diese Reihe auch endlich beenden. Und freue mich auch schon sehr auf den dritten Teil. Und bin gespannt, wie es mit Jay und Ari weitergeht. Und was mit Charlie jetzt hier passiert im dritten Teil. Und ja. Freue mich auch schon riesig auf die Flammenmädchenreihe. Zum Inhalt kann ich nicht sagen, wie gesagt, es ist der dritte Teil. So, und das letzte Buch, was ich bekommen habe, ist dieses hier. Ein einziges Geheimnis von Simone Arnstedt. Das ist der zweite Teil zu Der Erbin. Und ich fand Die Erbin ja ganz, ganz toll und wollte den zweiten Teil auf jeden Fall mitlesen. Und habe mich riesig gefreut, dass ich den jetzt mitbekommen habe. Und in diesem Buch hier geht es um den Bruder von Natalia, und zwar Alexander de la Crippe. Und ja, bin nun sehr gespannt, was Alexanders Geschichte hier für mich bereithält und freue mich schon sehr, die zu lesen. Und ja, habe mich riesig gefreut, dass ich das Buch mitbekommen habe. Und ja, das ist der Stapel quasi von meinen 17 Büchern zu Geburtstag und Weihnachten. Da habe ich ja auch noch Geld bekommen und Buchgutscheine und noch andere Sachen. Also ich weiß nicht, wie ich das mit dem Sub noch handhaben soll. Ich glaube, ich habe die zweistelligen Zahlen inzwischen hinter mir gelassen. Jetzt ist mir der Kamera-Akku schon wieder abgeschmiert. Da ich jetzt aber keine Lust habe, wegen zwei Sätzen Verabschiedung nochmal das Ding zu laden, mache ich das jetzt übers Handy. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.